Die Akida von Ibn Khuzaymah. Die Frage ist ziemlich kurz gefasst. Also die Akida von Ibn Khuzaymah beinhaltete, bevor er sich davon lossagte, eine falsche Glaubenslehre. Ja, dies hatte natürlich keine Auswirkung auf seinen hohen Status im Hadith. Und das kann auch keiner anzweifeln, selbstverständlich. Seine Akida-Ansichten waren so fatal, dass Fakhreddin al-Razi sein Buch Kitab al-Tawhid Kitab al-Shirk nannte. Und er zitierte auch die Stellen aus diesem Buch, die der Glaubenslehre der Ahlus Sunnah widersprachen. Imam al-Bayhaqi überlieferte in seinem Esma'i wa Sifat, dass Ibn Khuzaymah Tauba machte und diese fatalen Ansichten verließ. Davon abgesehen gehört er zweifelsohne zu den großen Gelehrten Ahlus Sunnah wal Jama'a. Wallahu a'lam.